endlich raus an die frische Luft, die Sonne genießen, wenn sie denn nun endlich schon einmal da ist. Für die Knirpse der Kita Rolandchen gehört das Spielen an der frischen Luft augenscheinlich zu den Lieblingsbeschäftigungen. Heute aber haben die Kinder Besuch. Claudia Sebastian und Manuela Kahle von der Brandenburger Ratsapotheke sind zu Gast und haben nicht nur Geschenke dabei. Wisst ihr überhaupt, warum wir euch heute besuchen? Über die Sonne was erklären. Genau. Genau. Warum ist es denn ganz wichtig? Ja, Jonathan. Warum ist es denn ganz wichtig, dass man sich schützt vor der Sonne? Was passiert dann mit eurer Haut? Dann verbrennt die. Genau, die verbrennt dann. Das tut ganz schön weh, ne? Beratung und Aufklärung ist wichtig. Die Kinder sollen wissen, dass die Sonne nicht nur Freude bringt, denn gerade bei den Kleinsten kann sie am meisten Schaden anrichten. Weil der Eigenschutz der Haut noch nicht vollständig entwickelt ist. Das heißt, die Pigmentierung und die schützende Hornschicht ist noch nicht vollständig ausgebildet. Gerade Kinder unter 10 Jahren, wenn die einen Sonnenbrand bekommen, ist im Erwachsenenalter eben ein erhöhtes Risiko an Hautkrebs. Und deshalb immer fleißig einschmieren, was bei den Kindern schon ganz gut klappt. Die Apothekerin empfiehlt übrigens Lichtschutzfaktor 50 für einen optimalen Schutz und die Creme sollte schon vor dem Gang ins Freie aufgetragen werden. Das übrigens auch bei Bewölkung, da hier immerhin noch bis zu 90% der gefährlichen UV-Strahlung durch die Wolken kommt. Arme, Beine und Gesicht sind bei den Rolandchen mit der Creme mittlerweile ganz gut versorgt. Zeit für weitere Tipps der Apothekerin. Kinder unter 6 Monate sowieso nie dem direkten Sonnenlicht aussetzen, überhaupt Säuglinge. Es gibt eine Lotion für den indirekten Sonnenaufenthalt für Kinder ab 6 Monate. Ja, diese Lotion enthält Mikropigmente und dann gibt es eine Creme, die ist dann geeignet für Kinder ab 2 Jahre. Ja, diese Lotion ist dann auch wasserfest und parfümfrei. Und getestet. Der Vorteil übrigens, wenn man in der Apotheke kauft. Obendrauf gibt es hier noch die optimale Beratung, empfehlenswert gerade bei empfindlicher Haut. Wenn die Kinder baden gehen und sich abtrocknen, dann immer noch mal nachcremen. Das ist ganz wichtig, das wird auch oft vergessen. Auch wenn wasserfest draufsteht, vom Hersteller wird immer empfohlen, dann nach dem Baden sich noch mal einzucremen. Gute 12 Monate ist solch eine angebrochene Creme dann haltbar. Doch bei solchen Temperaturen ist nicht nur Sonnencreme wichtig. Und da wissen die Kinder bestens Bescheid. Wie kann man sich dann noch vor der Sonne schützen, außer mit Sonnencreme? Was macht er denn noch? Wenn man was anzieht. Genau. Wenn man langärmlich anzieht. Genau, wenn man ein T-Shirt anzieht. Oder was hast du hier zum Schutz für den Kopf? Ne, kann man eine schöne Mütze tragen. Das macht ja alles. Doch auch Mütze und T-Shirt zusätzlich helfen nicht mehr, wenn erst die aggressive Mittagssonne kommt. Deshalb heißt es jetzt für die kleinen Rolandchen einpacken, es geht nach drinnen, Zeit sich zu verabschieden. So, und wir lassen natürlich hier unsere mitgebrachte Sonnenmilch natürlich hier zum Schutz. Ich möchte mich auch noch bedanken für den informativen Tag. Und ihr cremt euch immer schön ein, ja? Versprecht ihr uns das? Ja. Auf die Mütze aufsetzen. Tschüssi. Liebe Kitas, wenn auch ihr so ein tolles Starter-Set für euch gewinnen möchtet, dann macht doch mit bei unserer großen Verlosung. Malt uns bitte eine schöne große Sonne. Die 3 Schönsten werden dann prämiert und ihr erhaltet dieses tolle Starter-Set für eure Kita-Einrichtung. Kommt vorbei zu uns in die Ratsapotheke, Hauptstraße 34. Wir freuen uns auf euch.